Bürger von Gent. Wir müssen ein Heer rüsten, um unser Land gegen Frankreich zu verteidigen. Burgund braucht dringend Geld. Sogar sehr viel Geld. Aber ihr seid säumig. Euer Vater, Karl der Kühne, hat mehr an Kriegssteuern eingetrieben als alle Herzöge vor ihm. Durch ihn habt ihr alle so viel Reichtum und Macht angehäuft, wie es kein Bürger vor euch geschafft hat. Dann wird es Zeit, dass wir mitbestimmen. Und was ist das? Lest. Wir, die Vertreter der Generalstaaten, fordern, dass ein Rat eingerichtet wird, der euch in politischen Fragen zur Seite steht. Das große Privileg. Was soll das heißen? Ohne die Zustimmung des Großen Rats dürfen keine neuen Steuern erhoben werden. Ebenso darfst du nur mit ihrer Zustimmung den Bund der Ehe eingehen. Und sie wollen eine eigene Gerichtsbarkeit. Ihr wollt also entscheiden, wen ich heirate? Ja, das ist eine politische Entscheidung. Und wen schlagt ihr vor? Wir wissen, wen wir nicht wollen. Österreich. Denn das würde Krieg mit Frankreich bedeuten, ein Krieg, den wir nicht befürworten und den wir nicht finanzieren werden. Dann verweigert ihr eurer Herzogin die Unterstützung? Ich kann euch verstehen. Die Zeiten sind schwer. Das ist der perfekte Augenblick für Unverschämtheiten. Darauf sind sie nicht selbst gekommen. Habt ihr tatsächlich gedacht, ich beuge mich euren Forderungen? Dann gibt es auch kein Geld. Es ist eure Pflicht, der Herzogin gehorsam zu sein. Ja, aber die Frau ist dem Mann untertan. Das hebt es auf. Die Folgen eurer Entscheidung tragt ihr, Hoheit. Hoheit. Ich habe 300 Veteranen. Gute Kämpfer. Dann wollt ihr mich also damit vor ganz Frankreich schützen? Mit eurem kleinen Haufen? Nein. Ich schicke sie zu euren Bürgern. In ihre Häuser. Dann werden sie zahlen und ihr großes Privileg lasse ich sie fressen. Und was kostet mich das? Nur ein holdes Lächeln. Hinaus! Raus hier! Herr von Egmont, setzt nie wieder auch nur einen Fuß in mein Haus. Euer Haus? Ich fürchte, diesen Krieg habt ihr längst verloren, Herzogin. Schreibt diesem Herrn Fugger. Ich werde ihn gern empfangen.